Also sprach Zarathustra. Also ich dachte Wolf of Wall Street. Ah, okay. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren typischen Intro von Für Nüsse. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dirk, mir gegenüber sitzt Klaus. Und wir sind Für Nüsse. Oder sind wir Nüsse? Nee. Okay. Ihr seid die Nüsschen da draußen. Ja, Nüsschen, aber vielleicht sind wir ja die Nüsse. Hm. Und ihr hört es, um uns einen Gefallen zu tun. Sind wir jeder eine Nuss? Für Nüsse. Hm. Oder wir sind Nüs und Sse. Galant gelöst. Nicht, ja. Kannst auch diagonal durchschneiden, dann gibt es noch weniger Sinn. Was die letzte Woche so bei dir passiert? Ich meine, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Kabel zu kurz ist. Besser? Okay, die letzte Woche, ich habe endlich meinen Triathlon zu Ende gelaufen. Ich bin den als Teilprojekt angegangen, das heißt... Stimmt, du warst hier nach dem Schwimmen vorm Fahrrad, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich war halt einfach so gut in der Zeit. Das stimmt, du hast hier währenddessen noch Nudeln gegessen, um runterzukommen. Ja, da war ein Qualifier für die CrossFit Games. Ja, stimmt. Es war ein bisschen schwierig, wenn man als Athlet antritt und Schiedsrichter ist in der Kreisliga. Ja. Es ärgern sich übrigens irgendwelche Favoriten für die CrossFit Games immer, wenn die bei den Qualifying die ersten Plätze belegen. Das hab ich gestern noch gesehen. Ich glaube, die Sigmunds Daughter oder sowas. Matt Fraser auch. Ich bin noch gar nicht bereit, ich darf nicht gewinnen. Genau. Weil er weiß halt von wegen, er ist noch in der Trainingsphase und er ist halt noch nicht auf dem höchsten Stand. Und wenn er jetzt schon halt gewinnt, denkt er, ne. Und das gibt halt auch so wenig. Er meinte halt, die Sigmunds Daughter meinte, du brauchst permanent halt so dieses Gefühl im Kopf, du musst besser werden. Mhm. Wenn du aber bei den Qualifying halt schon irgendwie vielleicht sogar richtig mit Abstand auf dem ersten bist, dann ist es halt dumm, weil dein Unterbewusstsein schon sagt, Alter, entspann dich mal, wir haben das alles in der Tasche. Ja, ich kann es mir vorstellen. Was hast du denn gemacht in der letzten Woche, die wir uns nicht gesehen haben, weil so lange zwischen den Aufzeichnungen hier liegt? Oh, ich war mit meinen Huskies die ganze Zeit im Block. Die müssen erstmal warm gemacht werden, weil demnächst ist wieder eine große Schlittenfahrt, Routenjagd. Was nicht mit diesem Rap-Song? Meine Leine, meine Huskies, mein Block. Ist ziemlich warm wieder draußen, ne? Mhm. Ja. Ich kann ja einfach mal zum Thema, bevor wir jetzt noch lustiger werden, gehen. Bevor wir noch lustiger werden? Wüchst du dir da gerade ein Skirr rein? Das heißt, du hast jetzt gleich beim Reden die ganze Zeit so eine Schleimschicht im Hals. Ich habe schon Wasser da zum Durchspülen danach. Ja, komm. Wie, du machst so eine Skirr-Suppe mit Wasser und... Nein, um das danach runterzuspülen, den Schleim. Okay. Kann ich nur empfehlen, Skierdrink? Ja. Ja. Meine Frage, was sind deine schönsten, was sind deine schlimmsten Bargeschichten? Denn wir, das muss man dazu sagen, Klaus und ich haben mehrere Jahre hinterm Tresen gestanden. Bei mir waren es, glaube ich, insgesamt gute fünf Jahre und bei Klaus, würde ich sagen, war ein bisschen mehr. 18, 19. Nee, jetzt sag mal. Wie viel hast du? 6, 7? Du hast nicht mehr als 7 Jahre. Ich habe Pausen gearbeitet. Ja. Ich war mal 1, 2 Jahre raus und dann war ich wieder da. Also wir haben zeitweise während des Studiums parallel in der Lampe gearbeitet, was echt eine lustige und auch kranke Zeit war. Ich hatte dann, glaube ich, danach, nach dem Studium habe ich denen gesagt, bloß mit dem Studiumsende muss auch das Ende der Kneipe passieren, weil ich kenne mich, ich werde sonst immer noch. Und dann habe ich, glaube ich, 2, 3 Jahre später Kohle gebraucht und habe dann in einer anderen Kneipe im Royal. Ganz andere Geschichte. Ja, das ist zweimal nach rechts, wenn man aus der Lampe geht, oder zweimal nach links. Aha. Oder diagonal durchgraben. Ja, genau. Das haben wir auch schon manche versucht. Ich zum Beispiel. Ja. Nein, da haben wir echt viel Zeug erlebt. Wir haben das mal angerissen, weil wir hatten mal so eine Katerfolge. Aber wir kamen dann halt, glaube ich, nicht konzentriert auf die Kneipengeschichten, die wir da so erlebt haben. Wir sind die meisten Geschichten jetzt auch bezogen auf Lampe, tippe ich mal. Ja, obwohl wir letztens im Three Little Pigs waren, dem Irish Pub geführt von, ich habe keinen Iren vernommen. Mhm. Ja, aber wenigstens konnte ich mal ein schönes Stout trinken. Auf jeden Fall nicht meine Lieblings-Iren, Eva Wilson. Ja. Ach, Eva. Ja. Jedenfalls. Ich wollte eigentlich noch einen dummen Witz machen zu, ja, ich bin bei der Cash Group und da kann man so schlecht Geld abheben. Wegen Bargeld. Aber das ist mit deiner Erklärung jetzt hinfällig.
Schade. Ich, also ein ständiges Ärgern, das ist natürlich, wenn Leute einfach an den Tresen kommen, nicht die Karte lesen, nicht auf die Tafel schauen, nicht in den Kühlschrank schauen, nicht schauen. Was habt ihr denn für Bier? Genau. Oder einfach nur bestellen, gib mir mal ein Bier. Was denn für eins? Bei damals, als wir gearbeitet haben, hatten wir, glaube ich, mit den Biermischgetränken, festen Biermischgetränken schon in der Flasche, ich glaube, 11 oder 12 verschiedene. Aus der Erinnerung hätte ich auch 11 gesagt. Ja. Also 11 ist irgendwie die Zahl. Und wir hatten die glücklicherweise auch hinter uns, auf, also auf Kopfhöhe, dass man die auch leicht lesen konnte, aufgebaut. Oder man schaut mal, was die anderen Gäste so in der Hand haben. Ja. Und dann vor allem gut ist, wenn man es aufzählt, Astra Berliner, Jever, Kruszewicz, Rada Estrella, Corona, blablabla. Und sie dann sagen, ein Becks bitte. Das ist auch schön. Habt ihr nicht, steht hier nicht, habe ich nicht gesagt. Aber Becks ist auch schon wieder ein bisschen out, ne? Zum Glück, ey. Ja, ich fand's auch gar nicht schlecht für die Zeit. Ja, also für die Zeit war es okay, aber irgendwann konnte ich diesen Duft auch nicht mehr vernehmen. Dieses, das hat so mal leicht nach frischem Gras geduftet. Also nach. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das war dann irgendwann zu viel. Ja, wir haben während Studiums da gearbeitet und das Schlimme war, dass wir, glaube ich, zu Höchstzeiten, weil jeder hatte, glaube ich, so 2 Schichten unter der Woche, 6 bis grenzweise 7 Mal in der Woche in der Kneipe waren. Und das war so die Zeit. Also entweder vor oder hinter dem Tresen dann? Genau. Um das mal zu erläutern. Das war so die Zeit, als die Lampe dann so unter der Woche starke 5 Stammgäste bei guten Tagen unter der Woche trug. Einnahmen von 20 Euro. Ja. Und wenn dann eine Eislieferung kam, hatte man oft negative Einnahmen für den Tag. Ich hatte schon mal so minus 4 Euro oder sowas an der Kasse, als ich zugemacht habe. Minus Euros. Ich glaube, ich hatte schon mal minus 20, weil niemand kam. Irgendwie einer hat ein Bier getrunken und der Rest war Eis, was wir gekauft haben. Ja. Das war schon ganz schön hart. Was ganz cool war, unseren Local Dealer da, der immer ganz nett kam mit einer Afri-Cola. Und die hat damals, glaube ich, noch 1,80 gekostet oder sowas. Also echt ganz günstig. Und hat immer einen Fünfer hingelegt. Das war immer so, wo man sich gefreut hat. Oh, ein Croissant, morgens gibt's Croissant. Naja, alles damals. Auch ein Astra hat damals ein Happy Hour 1 Euro gekostet. Oh, da hatten wir dann auch gerne mal die Affen, die dann halt irgendwie gerne eine Kiste haben wollten. Ja. So, aber kurz vor Ende der Happy Hour. Und dann sich aufgeregt haben, wenn es nicht ein kaltes war. Ja. So, also du sagst, ja, kriegst du die Kiste hier aus dem Regal. Ich räume jetzt nicht eine ganze Kiste aus dem Links. Oh, ja, aber ich will die Kiste haben. Und dann auch als Gag halt einfach, dass sich halt 2 Jungs getroffen und jeder eine Kiste bestellt. Mhm. Super lustig. Man schaut auch mal. Aber wir hatten 24 halt auch, Astras drin? Ja, also in den ganz normalen Bombendinger. Es gibt ja verschiedene Astras. Ja, genau. Aber das sind ja die klassischen Bauarbeitermollen. Genau, ja. Ja, wir hatten ja auch damals diese lustigen Aktionen des damaligen Präsidenten, wollte ich sagen, des damaligen Besitzers. Zahl 1 bekommt 2 und Cocktail-Happy. Also es gab die lustigsten Varianten, den Laden zu retten, anstatt Nummer 1 zu wählen. Aufmerksamkeit auf den Laden und nicht, wenn du da rein stolperst, zu zweit in einen komplett leeren Laden zu sagen, wow, dann nehme ich eine Kiste, ich nehme auch eine Kiste und nochmal 2 Cocktails. Was macht das für 5 Euro? Happy Hour ist wie ein Aktienportfolio, diversifizieren. Ich hätte gerne einen Gin Tonic. 2 Gin Tonic? Nein, einen Gin Tonic. Ja, 2 Gin Tonic. Nein, ich will einen Gin Tonic. Ja, 2 für 1 Happy Hour. 2 Gin Tonic. Aber ich will keine 2. Ja, Pech gehabt, du musst in einer Stunde nochmal wiederkommen. Ja, das Gute war, dass wir dann auch in den Happy Hour Zeiten nicht die Variante gegeben haben, ihr könnt die Happy Hour nutzen, sondern die Happy Hour war halt vorgegeben. Ja. Und da, wenn du arbeitest, ja dann quasi auch du Hausrecht hast, hast du dann auch nicht nur Hausrecht, die Leute rauszuschmeißen, sondern auch die. Das Schöne war auch, ich habe auch nirgendwo als Gast oder als Kneipier, wollte ich schon sagen, als Barkeeper jemals gehört, woanders. In meinem Cocktail, der ist mir zu stark. Ja. Also wenn sichtlich Jungs da reinkommen, die saufen wollen, die das einfach nur nutzen von wegen, hier ist der Start, weil hier kannst du dir einen Zehner auf den Tresen legen und bist besoffen. Mhm. Richtig Hacke. Also die standardmäßig dann ins Matrix hüpfen oder sowas, weil das ziemlich dicht dran ist. Und dann halt irgendwie, ich weiß nicht, also wenn wir haben den echt nach, also ich habe den immer nach Karte gemacht. Wenn du den Long Island Iced Tea nach Karte gemacht hast, wie es vorgegeben war, dann warst du fertig danach. Ja. Also das war auch mein lustiger Gag. Eins der ersten. Dann auch 8 Cl Alkohol drin. Ja, aber harter Alkohol. Ja, ja, ja. Also was ist Wodka, Tequila, Gin und... Triple Sec Curaçao, glaube ich. Ist nicht auch noch rum drin? Ah, das kann sein. Triple Sec Curaçao ist, glaube ich, noch so 1 Cl obendrauf. Ja, oder so. Sind halt 9, aber ich glaube, das ist auch noch... Ja.
Mein Gag damals habe ich, als ich da angefangen habe, zweite Schicht, also die Feuertaufe war leider später nicht mehr, weil dann hätte man echt aussieben können, weil du gesehen hast, von denen die können es nicht, war die Spätschicht am Samstag, wenn der Laden brennt und die Leute in zwei Reihen schreiend und schwitzend vor dir stehen. Hast du das bestanden, dann bist du halt Teil der Crew gewesen. Später war es dann so, du kannst die Tür aufschließen, du bist dabei. Aber die Tür war auf. Ich sag, du bist dabei. Ich fand es ja das schön. Isa hat das ja mit Erfolg bestanden, ihre Feuertaufe. War es nicht eine der letzten, die noch Feuertaufe machen mussten? Ich glaube, eine der letzten, wenn nicht die letzte. Ja. Da hatte ich Spätschicht und sie die Frühschicht. Aber du hast sie eingearbeitet. Nein. Hannes hat sie eingearbeitet. Hannes war ein Ex-Freund von Chantal. Und da kam ich an, der Laden brannte. Ja. Also wirklich, es war ein Schritt davon entfernt, dass der Laden wirklich in Flammen stand. Es standen 50 Leute vorm Tresen. Isa, die ihre erste Schicht gemacht hat, die vorher nur einmal einarbeiten unter der Woche hatte, wo man halt lernt, wo alles steht. So ein Ruhepuls von 170. Ja, genau. Es ist dann die ganze Zeit hektisch hin und her und Hannes, der sie eigentlich einarbeiten sollte, steht hinten mit dem Rücken zu den Gästen und poliert die Whiskygläser. Das hat er gerne gemacht, um zu zeigen, ich habe keine Lust. Ja, aber auch vor allem, also der hat auch keine Übersicht, das war das, was den Leuten noch fehlt, eine Übersicht zu haben, wer als nächstes dran ist und wie man das koordinieren muss und dass man vielleicht nicht in der Schicht, wenn man die Gläser eh braucht, die eigentlich nur zum Abtropfen auf dem Gitter stehen, Gläser polieren sollte. Ja. Und dann kam ich an und habe die beiden erstmal rumgeschickt, um irgendwie ein paar Aufgaben zu erledigen, damit ich... Beziehungsweise irgendwann braucht man auch Gläser. Ja. Also wirklich, ich hab die erstmal hin und her geschickt, wie in einer isometrischen Draufsicht bei Command & Conquer und mich selber darum gekümmert, dass wir noch Kraftwerke haben und genug Tiberium, um die Gäste bedienen zu können. Netter Blechhaufen. Und der Abend ging auch bis 10. Das war der, wo wir auf den Geburtstag morgens nach Hamburg gefahren sind, ja. Ach, das war Anne Sarah. Das war die Nummer, ja. Stimmt, meine, da warst du Güte komplett gebügelt. Da, aber richtig, da habe ich eine Stunde gepennt. Das war im Zug oder so, oder? Naja, nee, im Zug konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich zu Hause eine Stunde gepennt habe. Und das war meine Güte. Sowas, also das finde ich richtig schlimm. Das finde ich fast noch, anstrengende Gäste ist eine Sache, aber anstrengende Kollegen, das kann einen richtig umbringen. Ja, voll. Ja, weil die dir halt einfach das Leben brutal schwer machen. Ja. Also, weil der Job an sich schon schwer ist und wenn du dann halt auch noch Kollegen hast, die nicht koordiniert mit dir zusammen in deiner Energie arbeiten. Also ich finde es ja schon alleine schlimm, Arbeitsplatz. Also wenn du immer sagst von wegen, hier mache ich die Cocktails, hier schneide ich die Früchte auf, hier werde ich, weiß nicht, Zucker und bla. Und das muss immer wieder auf null gehen. Ja. Und nicht, wenn der damalige Chef sagte, ich helfe dir mal, Aaron, 7 Säfte raus, alles aufgeschnitten, Messer da. Wir schneiden mal 20 Limetten vor. Genau. Weil die werden, das sind eine Limette aufschneiden, dauert nicht so lange. Das ist nicht der Teil des Jobs, der so lange dauert. Und die da rauszufischen, das dauert fast genauso lange, wie die aufzuschneiden, nur dass sie schon richtig gammelig sind. Ich mach schon mal die Deckel der Eiskübel auf. Wenn dann die Leute... Ja, wenn das Kondenswasser von der Decke in die Eiskübel... Das ist richtig, das richtig hygienisch. Das merkt doch keiner. Das wollte ich auch. Arbeiten mit dem Chef. Das ist wie Arbeiten mit Hindernis. Ja, also weil... Das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich, wenn du mit deinem eigenen Kind das erste Mal backst. Du weißt von wegen, das kannst vorne und hinten nicht, aber du liebst es und du denkst von wegen, lass mal, okay. Und beim Chef ist halt eine andere Position, dass du denkst, es ist sein Laden. Wenn er will, dann kann er da ja halt draufpinkeln. Aber du denkst, so macht man das nicht. Okay. Den kannst du so nicht fuck. Okay. Und du suggerierst dann halt dem Gast, sofern der Gast noch mitkriegt von wegen, du kriegst gleich ein richtiges Getränk. So. Und er darf dann halt einfach irgendwie das zusammenbasteln und dann... Ja, ich... Also das, was hatten wir noch? Also wo es auch richtig schwierig war, mit wem es noch so richtig schwierig war. Mit wem oder wann? Ja, mit wem? Mit einem Simon vielleicht? Daher kommt ja auch unser schöner Spruch, auffüllen bei Simon gelernt. Vielleicht möchtest du das mal kurz erörtern. Ja, das wenn du, also natürlich war das so, dass du am Ende des Tages, wir hatten halt einen großen gläsernen Kühlschrank, wo dann halt die ganzen, meist waren das Bierflaschen reinkamen. Also als wir damals gearbeitet haben, war es auch eine reine Bottlebar, wenn man so will. Da gab es noch halt noch keine Zapfanlage, so wie es jetzt das gab und sah halt auch noch nicht schick aus oder nicht so schick aus. Und dann war es natürlich Standard, dass man halt zum Schluss nicht nur alles aufräumt, sauber macht, sondern halt auch auffüllt. Oder Simon, der, scheiße, das merkt auch keiner, und zieht die letzten beiden Flaschen hinten raus und steht sie vorne ran. Vor allem auch gerne an einem Tag, an dem du weißt, dass keine Gäste da waren. Wenn du irgendwie Mittwoch gearbeitet hast und Simon am Dienstag da war und du in der Kasse, die Kassenzettel lagen ja noch da, an die Abrechnung. Ja. Hast gesehen, okay, Einnahmen von 10 Euro und ein ganzes Regal Bier fehlt.
Und das ist immer geil, wenn das dann zum Wochenende passiert ist. Wenn er zum Beispiel eine Donnerstagsschicht hatte, du kommst dann am Freitag, weißt heute, große Veranstaltung, machst den Laden, keine Ahnung, um 7 auf, aber um 5:30 warten schon die Gäste draußen, weil die schon so warm saufen wollen. Und unser alter Chef hat ihm ja auch gerne gesagt, wenn wir, du kommst ja dann so 15 bis 30 Minuten vorher, um den Laden aufzumachen. Ja, genau. Und dann hieß es, okay, 20.15 Uhr machen auf, 19.45 sind wir da. Und wenn die Gäste dann gefragt haben, ab wann sie kommen können, unser Chef, also ab 19.45 Uhr ist jemand da. Ja. Also es ist halt einfach, ich weiß auch nicht, ob er jemals alleine den Laden dann auch richtig geführt hat, während es brannte, dass er halt weiß, was es bedeutet. Nie. Das ist, also wenn Daniel geholfen hat, habe ich ihn weggeschickt. Weil das hat es wirklich nur erschwert, wenn er auch noch hinterm Tresen stand. Ja, und dann hast du halt die Tür aufgemacht, dann kamen halt 15 Gäste rein, die wollten den Laden noch dekorieren. Die auch schon vor der Tür standen. Dann immer den Kontakt, also euer Chef hat uns gesagt, wir können schon kommen. Also meist halt auch ganz nette, liebe Menschen, sowas, die dann halt natürlich Feier erlauben. Ja, es ist ja nicht deren Schuld. Genau. Ja. Und die auch sagen, ja, ach, gar kein Problem, ist ja noch gar nichts gemacht. Also, du siehst schon, dass ich den Schlüssel mit euch ins Schloss gesteckt habe. Ich bin nicht kurz mal von hinten raus und habe gedacht, alles schräg machen. Und dann haben die halt dann irgendwie mit den Laden aufgebaut. Natürlich wollten die währenddessen schon die ersten Getränke. Und wenn du dann loslegst, alles klar, ich krieg alle erstmal ein Bier und sagst, hast aber nur 4 kalte, obwohl da, weiß nicht, 400 abkühlen könnten, aber dann Simon gesagt hat, ja komm, was, der hat doch Zeit. Was soll er machen? Steht die Stühle runter, kann er auffüllen. So. Mein absoluter Lieblingstag, wo das ist ja häufiger so ein normales Chaos gewesen, woran man schon gewöhnt wird. Du hast ja schon eigentlich damit gerechnet, wenn du um die Ecke kommst, dass du siehst, wie jemand vorm Laden steht. Und dann schon einmal innerlich aufseufzt. Und der schönste Tag, als die Lüftung eingebaut wurde, unser Chef die Lüftung eingebaut hatte. Aber so eine große, wie heißt aus dem Schweinestall, so eine... wie bei Schrecklich in der Familie? Die Kaiser. Genau. Denn die Deutschen waren führend in der Technik von 1942. Und ich kam an und der ganze Laden im üblichen Chaos, nichts aufgefüllt, kein Bier da. Nur zusätzlich war alles voll mit Baustaub. Weil er natürlich gerade Lüftungsanlage verbaut hat. Klopapier und die ganzen Einkäufe, die sonst so ein bisschen irgendwie hinterm Tresen sind. Zeitweise war es unter einer Folie, ne? Ja, aber da war nichts ausgelegt. Musste auch nicht. Nee. Das heißt, ich musste erstmal alles auffüllen, Bier nach vorne. Also wirklich, man musste dann teilweise kästenweise Bier nach vorne schleppen, weil du wusstest ja am Wochenende, reicht es nicht, wenn der Kühlschrank voll ist, dann brauchst du vorne 2-3 Kästen Bier voll, von jeder Sorte. Das musste ich alles nach vorne schleppen, die Stühle runterstellen, alles nochmal wischen, alle Gläser nochmal spülen, weil auf allen Gläsern dieser leichte Staubfilm war. Und die Gäste sind halt mit mir rein und wollten hinten schon das Buffet aufbauen. Und dann, was ja auch verständlich ist, wenn dem gesagt wird. Ja, genau. Und dann kam unser Chef und ich meinte, ey, das nächste Mal, wenn das passiert, schicke ich die Gäste wieder nach Hause. Wir haben ihnen ja nur wirklich auch oft genug gesagt, wenn wir eine Zeit haben, zu der wir den Laden öffnen sollen, dann können die Gäste ab dieser Zeit kommen, aber nicht in der Zeit, in der wir den Laden öffnen. Aber das ist bei ihm nie eingesickert. Also auch das ist doch auch kein schönes Bild für die Gäste, die in eine Bar kommen und sehen, wie du erstmal den Laden aufräumen musst. Ja. Das willst du doch nicht sehen. Du willst doch ein bisschen in der Illusion leben, dass der Laden in einem Tipptopp-Zustand ist, wenn die Tür aufgeht. Ja, genau. Ja, da haben wir ein paar Dinger, also die in diese Richtung gingen. Aber was auch ganz lustig war, betrunkene Gäste. Da hatten wir ja auch diverse lustige Dinger. Also ich muss immer bei dir an den Belgier denken. Der Belgier. Das war so ein, ich würde sagen, so ein Hostelsuff-Tourist. Nee, der war beim Pubcrawl dabei. Ja, gut, das passt ja noch viel besser. Ja vielleicht erstmal den, sonst verlieren wir uns, wenn wir jetzt in den Pubcrawl gehen, weil das ja einfach zu groß ist. Ja, das können wir ja danach machen. Also der... wir haben zum Pubcrawl immer Shots ausgegeben aus so einem großen vorgemischten Ding, wo Hemingway drin war. Normaler Standardshot, süß, kann man halt so trinken. Da haben wir gesehen, einer von diesen vorgemischten Hemingway-Shakern ist verloren gegangen. Ich bin dann halt hinter die Bar, also vor die Bar, und hab geschaut, und wer hat den? Okay, und dann halt gesehen, okay, Belgier hat den. Hat schon gesehen, wie belgisch der ist. Wir haben das Ding abgenommen. Schön, Kreuzfesselgriff, Arme in den Rücken, ihn rausgeführt, ihm Hausverbot erteilt. Damals war noch Paul, der Australier, der den Pubcrawl geleitet hat, meinte auch, wenn er hier klaut, dann hat er halt Hausverbot. Und der Typ, den ich die ganze Zeit angeschaut, also so ein kleiner, untersetzter Typ mit schüttem Haar, also Belgier halt, ich die ganze Zeit, is it because I'm Belgian? Is it because it's kind of racist? Are you racist? Is it because I'm Belgian? Und ich habe immer versucht, gesagt, nein, du, das ist, weil du hier geklaut hast. Du hast sie einfach geklaut, das ist ein Hausverbot. Is it because I'm Belgian? Ich meine, natürlich hätte ich ihn auch so rausgeworfen, diesen Belgier. Ja, ekelhaft.
wirklich. Also diese Bastardmischung aus Dänen und Franzosen. Oh, Kooperation mit Infowars, ja, oder was ist das? Dementsprechend hier auch einen schönen Kindergruß an unsere belgischen Zuhörer. Alter Finne. Wie sich freut. Oh, ich glaube, Timo hasst Belgien auch, oder hatte damals irgendwie als Hassland. Ja. Wer Hassland Fluss? Was ist denn hier los? Ich sag nur Skir. Meine Herren, ey. Ja, aber ich meine generell, was ist denn ein Pubcrawl, sag mal? Ach, erzähl du doch mal. Ach so. Ich rede ja schon wieder so viel. Eben hast du gesagt beim Einkaufen, ja, du redest immer nur. Ich gesagt, ein bisschen schlecht vom Skier. Ach, wenn du so reinklopfst und dann öfter mal deine eigene Spucke schlucken musst, was man bei Skier machen muss, sonst kriegst du ja nicht runter. Das ist keine Spucke mehr. Wir werden jetzt ein kaltes Glas Milch und Naturjoghurt dazu. Und dann sag doch mal, Lachs. Wo war das? Eine steigig nette Familie. Ach, bei ihrer die Waste-Away-Diät-Werbung. Ja. Und woran erkenne ich den Geschmack? Am Geschmack. Kuhpisse. Okay, von jetzt an beschriften wir die Gläser. Ja, Pubcrawl war angesetzt, glaube ich, so 50 Touristen. Wir hatten, glaube ich, Höchstdinger mal so 130 oder so, wo sie die teilen mussten. Ganz lustige Sache. Kommt, glaube ich, aus Großbritannien, ne? Hundertprozentig. Ja, also irgendwie so ein 100, so ein Tommy-Ding. Zu 100%. Und die armen Gesichter zahlen da bestimmt horrende Preise, um mit Guides durch die Kneipen der jeweiligen Stadt geführt zu werden. In jeder Kneipe haben sie ich glaube so 30 Euro oder so. Okay. Plus minus. Getaktete Zeit müssen halt oder dürfen nicht länger als eine Stunde in einer Kneipe bleiben, dort ein Getränk trinken. Ich finde, Stunde ist schon oder 45 gut Minuten, glaube ich. Ich hätte ja eine halbe Stunde gesagt. Okay. Also bei uns waren sie, glaube ich, 45 Minuten immer drin. Okay, aber dann nur aus Mangel an Koordination. Ja, wir waren auf die vorletzte Station. Ja. Ja. Und dieser Eintritt, also beziehungsweise diese 30 Euro, zahlen halt kein Getränk in der Kneipe, sondern nur billiger Fuselmisch auf dem Weg dahin, beziehungsweise vom Weg von der Kneipe weg ins nächste. Und dann haben dann halt immer die Guides auf dem Rucksack so eine komischen Sufttanks und geben dann halt in so kleinen Plastikbecherchen oder großen Plastikbecherchen halt am Anfang noch ziemlich original 2 Cl und später dann halt irgendwie so ein genießten Schiss, den du halt in deiner Hand kriegst. Also auch die armen Guides, die immer wie die Hirtenhunde um diese Gruppe herumkreisen, um die zusammenzuhalten. Und was ich auch mal beobachtet habe, wenn die Gläser ausgehen, dann bekommen sie direkt aus dem Shot-Mischding wie die Vögelkinder. Ja, und das finden sie auch total geil. Das hat ja dann auch diesen geilen Orgiencharakter. Und dann in der Kneipe sind dann meist mit den einzelnen Kneipiers halt irgendwelche besonderen Offers dann halt irgendwie vorher abgeklärt worden. Bei uns war es irgendwie, glaube ich, ein halber Liter Berliner Pilsner und dann halt so ein kleiner, schmutzig gemischter Shot Hemingway, den wir vorbereitet haben. Wir haben also am liebsten... Schmutzige Mischung klingt wie so eine verseuchte Bombe. Wir haben das gerne... Das, was da halt drin ist. Gin, Zitronensaft, Plutonium und Orange. Also wenn ich gearbeitet habe an so einem Pubcrawl, dann habe ich am liebsten ehrlich mit Klaus gearbeitet, weil wir haben das sehr koordiniert gemacht. Wir haben den Tresen geteilt. Das heißt, wir haben also derjenige, der nicht in der Nähe vom Kühlschrank war, hat sich dann, glaube ich, 2 kühle Kisten halt Bier schon mal hingestellt. Wir haben eine provisorische Kasse eingerichtet auf der anderen Seite. Genau, dass man nicht sich kreuzen muss. Und dann hat man dann schon irgendwie 3 Meter kleine Plastikdinger, Plastikshots halt vorbereitet, hingestellt, die schon, glaube ich, zur Hälfte oder komplett zugegossen. Hatte halt dann auch mehrere fertige Shaker mit dem Hemingway, dass man halt eigentlich sagt, die können nur noch ihre Offers halt bestellen. Die dürfen halt nicht, also ihre Special Offers, die dürfen nicht halt irgendwie Wasser oder einen Cocktail oder sowas, nur ihren Scheiß. Und die hatten meist auch passend, beziehungsweise hast du dann halt auch nicht so weit rausgegeben, sondern meist, wenn du das Geld genommen hast, war das für die schon fein, weil du warst die vorletzte Kneipe und Pubcrawl ist ja so konzipiert, dass du zum Schluss krabbelst, sonst würde halt irgendwas nicht stimmen. Und so waren die dann halt auch schon fast. Und dann hatten wir halt irgendwie immer das Gefühl, das war so ein Ork-Angriff wie bei Herr der Ringe. Ich dachte aber gerade an 300, das war so ein bisschen die Zeit von
300. Ah, okay. Xerxes Armee der 1000 Nationen. Weil das Schlimmste war, da haben wir sogar zusammengearbeitet, halt, die Tür ging auf, es drängten halt gefühlte 60, 70 Pubcrawler rein und du konntest raus auf die Straße gucken und du hast das Ende nicht gesehen. Und die Straße war jetzt nicht, dass gleich eine Hauswand ist und die mussten um Eck gehen, sondern die konnten locker 50 Meter, 100 Meter gerade auf die Lampe zurennen, diagonal über die Straße und du hast das Ende nicht gesehen. Und die sind nicht in einer Reihe gekommen, sondern sind in einer Horde gekommen. Und das war so scheiße. Du hast einmal das gesehen und dann klappte immer die Tür wieder auf und zu. Ja. Das war so ein Flackern, das immer gesagt, und das, Gott. Und dann hast du halt einfach, irgendwann kriegst du noch diesen steifen Nacken und diesen Blick, der maximal etwas über Tresen geht. Also du siehst so die Hälfte der ersten Reihe hinterm Tresen und schreist die einfach nur noch an, stellst hin, schreist nach deinen, weil es war lächerlich wenig auch. Ich glaube, du mussten 2,50 für das Ganze zahlen, für diese Kombi. Ja. Und dann hast du eben nur noch 2,50 und hast die halt einfach nur so alle reingeschabt und das ganze Geld hast du auch in so eine Schüssel gekratzt und gar nicht mehr, ja warte, ich sortiere das, sondern in die Schüssel und dann hast du die halt abgearbeitet und nach einer halben Stunde hast du dann irgendwie meistens halt so die alle abgefrühstückt und die hingen dann erstmal im Laden rum. Waren dann aber schon total strunzenhacke, haben dann halt irgendwo hingepinkelt, gekotzt, alles, lagen schon auf dem Boden, haben versucht gegenseitig aneinander rumzugrabbeln, gerne mal dann halt auch irgendwie ausgezogen. Also auch während des Pubcrawls hatten wir diese total besoffenen ehemaligen oder ja, glaube ich, die aus dem Irak kamen. Genau, die voll durchgeknallt waren. Ja. Also die haben wahrscheinlich das Schlimmste erlebt, keine Ahnung. Und die haben sich dann komplett nackt ausgezogen. Soldaten aus Großbritannien, die halt aus dem Irak kamen und waren halt irgendwie nackt auf der Tanzfläche, haben dann irgendwie noch eine Frau angegeilt. Da wurde es relativ kompliziert. Dann das Sicherheitsglas eingeschlagen, darauf hab ich sie rausgeworfen. Genau, da gab es dann halt so ein schönes Nietengitter irgendwie, wo dann, also richtig uralt wie Sicherheitsglas. Wie halt bei so einem schönen 50er-Jahre-Neubau. Und der hat dann schön mit seiner Faust reingezimmert und hat das Ding dann halt einmal zum Riss gebracht. Und dann gab es, glaube ich, weiß nicht, schnell 100 Euro oder 50 Euro haben wir ihn gleich abgezogen. Ich glaube, 50 habe ich den abgeknöpft damals. Das ist ja echt lächerlich eigentlich. Ja, naja, aber ich habe halt einfach nicht so schnell gestaltet, wie teuer sowas sein wird. Und das ist ja nicht das einzige Problem, was in dem Moment ist. Das ist ja nicht von wegen, alles ist ruhig, alle gucken zur Tür und die ist gerade kaputt, sondern es brennt ja weiterhin noch und der nackte, besoffene Tommy schlägt gerade eine Scheibe ein. So. Das war so eines der Highlights. Schön war es dann auch, dass die dann angefangen haben, vor der Tür sich zu kloppen. Und dann ist, weiß ich, einer raus von uns und meinte von denen, ihr könnt das hier nicht vor der Tür machen, ist zu laut. Sie, oh, sorry. Auf der anderen Straßenseite, Over there is fine. Okay, sind brav rübergekrabbelt über die andere Straße und dann und haben sich weitergeklopft. Und die sind ja am nächsten Tag, sind ja nochmal, haben den Pubcrawl nochmal gemacht, nur die Lampe ausgelassen, weil sie ein Hausverbot hatten. Und das weiß ich, ich war ja mit einem der Guides ganz gut befreundet. Der so schnell gealtert ist oder der andere? Nee, mit Paul, der andere, der Australier. Okay. Den ich in Erinnerung habe aufgrund des Ausspruchs, die letzte Station ist das Matrix, da bekomme ich 2 Bier, die trinke ich, dann gehe ich und mir ist egal, ob die Leute leben oder sterben. Und der andere, der so schnell gealtert ist, ist ein Amerikaner, der dann Thomas, hier oder? Auch, Timmy. Der hier auch zum ersten Timmy! Mal zum ersten Mal trinken durfte halt. Weil der war ja sicher noch keine 21, als er aus den USA stimmt, ist. Stimmt. Und ja, die Guides sind meist halt auch irgendwelche weiß nicht, jungschen Touristen aus oder Austausch, Austausch nicht. Doch, kann ich mir auch vorstellen, also in der Austauschfestnisprogramm. Erasmus. Ja, sowas, aber meine Güte. Also auch zarte 18. Ja, der wird, lass ihn 20 gewesen sein. Ja, okay. Aber der war auf jeden Fall nicht in einem Alter, das in den USA schon länger Alkohol getrunken hat. Ja. Und er hat jeden Tag mitgetrunken mit denen. Ja. Und deswegen ist er auch einfach brutal schnell gealtert, jeden Tag irgendein Mädel abgeschleppt vom Pub. Der war am Anfang ist halt auch kein Kunststück, unheimlich freundlich und nett und zum Schluss ein richtiges versoffenes Arschloch. Ja, auch, also wirklich eingefallen wie die Mumie in dem Brendan Fraser-Film Die Mumie. Ja, du weißt halt, ne, der hatte maximal dann halt gepennt, wie es geht, sich dann halt irgendwie einen Hotdog reingedrückt und dann war er schon wieder beim Pubcrawl. Ja. Und meist ist er ja nicht zu Hause wahrscheinlich aufgewacht, sondern irgendwo. Ja. Und halt wirklich von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Und was ich auch lustig fand, das wollte ich noch vielleicht jetzt als letztes Wort zum Pubcrawl, oder hast du noch was? Nee, Pubcrawl ist, glaube ich. Irgendwann hörst du ja auch nicht mehr, ob die Leute Native Speaker sind oder Spanier oder Italiener. Ja, beziehungsweise je besoffener man ist, desto mehr hast du ja auch Kauderwelsch. Ja, alle reden ja so die gleiche. Und das hat alles irgendwie gesagt, als vorletzte Station war das natürlich... That is Berlin, take some drugs, do some party. Ja. Pubcrawl, kann ich nur empfehlen. Wir haben ja auch dann tatsächlich dagegen revoltiert. Wir haben als
Personal gesagt, das können wir so nicht weitermachen. Ja. Das ist vor allem, wir das hatten hat uns ja so drei Stammkunden auch getötet, glaube ich. Ja, natürlich, weil ich meine, das war dann halt immer Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Und das waren die Tage, wo wir tatsächlich öfter mal Stammgäste hatten. Mhm. Und die hatten natürlich auch keinen Bock, dann eine halbe Stunde von irgendwelchen der Ronnie und das Pocher. Ja, von einer besoffenen Horde belästigt zu werden. Ja. Die ja dann auch gegangen sind, mit denen ich jetzt klettern gehe, mit denen die dienstags immer kamen. Ah, wie hießen nochmal? Michi und Christian sind das. Nee, hatten die Weizenwürzen genau. Auch damals genannt. Ja, genau. Ja. Aber hatten die anderen noch Spitznamen? Nein, die anderen hatten keine Spitznamen. Die Aufnahme geht nahtlos weiter. Ja, wir haben auch keine Adressen genannt und ihren momentanen Aufenthaltsort. Die einzige Adresse, die wir nennen können, ist fuernüsse@gmail.com. Ja. Ja. Und den Berg zu Gmail, den du letztes Mal beworben hast. Oh. Ja, übrigens, letztes Mal habe ich mich einmal so ein bisschen mehr aufgeregt über eine Sachbearbeiterin beim Bürgeramt. Da habe ich geflucht, das hätte ich so vielleicht nicht machen müssen, es tut mir leid. Nee, das ist schon in Ordnung. Also ich meine, ja. Okay, nein, du wolltest gerade das über das Ronny und der Pocher erzählen oder umgekehrt. Ja, nee, ich wollte generell sagen, dass wir halt ein paar lustige DJ-Kombos da hatten. Und das war halt eine, ich würde sagen, grob Elektro-Techno eigene Form von Trance-Dance. Also ich würde sagen, Der eine hatte seine Freundin dabei, die hatten generell, hatten die einzelnen DJs halt immer irgendwie so Freigetränke. Ich weiß nicht, ob es 4-5 war, ob es geldlich ich dachte, war. Die hatten ein Budget irgendwie bis 20 Euro. Ah, bis 20 Euro, ja. Und sie also hat dann gerne gesagt, geändert dann was Leben. Total refreshing ist, Weizenglas, drei Eiswürfel rein, Hälfte. Langsamer, damit unsere Zuhörer was nachmachen können. Okay, das Getränk für den Sommer. Weizenglas, drei Eiswürfel rein, halb voll mit Wodka, halb voll mit Sekt. Wir nennen es ein Aufputschnüsschen. Und dann war sie danach irgendwie noch vertanzfläche alleine immer. Teilweise mit, teilweise gegen den Beat. Und das dann so 4 Stunden am Stück. Und du standst immer da, am Anfang hast du noch gegrinst, dachtest, ja, ja, ist cool. Und dann immer das, Alter, schieß mich. Ach, das war so ein bisschen, als ob man einen Geisterhund hatte, dem immer jemand auf den Schwanz tritt beim Tanzen. Ich finde, mein Favorite war halt immer, wenn er montags da war, DJ Danny oder DJ Dark oder DJ Dragon. Ich bin jetzt vogelfrei. Ach, der kann jetzt jeder haben. Wo sich eine Ratte auf den Kopf genagelt hatte, der eigentlich ein total lieber Mensch war, das muss man auch dazu sagen. Der war halt eine schräge Gestalt, aber da war jemand, dem es halt sehr selber... sozial eingestellt. Ja, ne? dem ging es halt selber nicht so furchtbar gut. Der hat irgendwie Lagerfahrer gemacht. Ja, irgendwie Lagerist. Irgendwie. Ja, genau. Und hat in seiner Freizeit bei den Tafeln ausgeholfen. Ja, und halt irgendwie cool. Für super wenig Geld die Lampe geputzt. Und halt dann immer montags seine schräge Musik aufgelegt und war halt einfach ein super skurriler Typ. Der war halt so nett, das tat einem immer so ein bisschen leid. Warst du nicht mal Heiligabend bei ihm? Er war Heiligabend bei mir, ja. Weil ich natürlich in der Kneipe. Klar, wann sollte man einen Laden, der sowieso schon nicht läuft, unbedingt aufmachen? Am Heiligen Abend. Also Klaus kommt frisch vom Krippenspiel. Ach stimmt, wir haben damals Krippenspiel im auf dem Gendarmenmarkt. Ja. Duscht einmal mehr oder weniger halbherzig. Stellt sich danach, ja wahrscheinlich habe ich gar nicht. Immer nach der Lampe duschen, wahrscheinlich habe ich nur vor der Lampe. Wahrscheinlich habe ich nur gegessen. Das war jetzt nur, um den dramatischen Bogen zu spannen. Stellt sich dahinter den Tresen von der Glühlampe und Überraschung, es kommt niemand im Laufe des Abends, obwohl DJ Danny sich einen perfekten Plan. Weißt du was? Am ganzen Heiligabend gibt es in Berlin nicht eine einzige Deutschrock-Party mit dem Motto, und jetzt haltet euch fest, habt ihr euch? Ich gebe euch noch einen Moment, haltet euch richtig fest, drückt richtig zu. Nicht eine Deutschrock-Party mit Die Ärzte und Böse Onkels. Ja? Es ging ums Aufheben der Musik. Ja, es ist, man schafft daraus einen schönen Mitte-Rock. Also wirklich unglaublich. Und dann kam halt irgendwie einer kam recht früh rein, ein Gast, ein älterer Herr, irgendwie so zwischen 50 und 60, hätte ich gesagt, so in dem Dreh. Wahrscheinlich verwirrt, sind sie ja nicht in den Laden gewesen. Nee, der hat meinte irgendwie so, war ich mehr drin, als es noch zu den Nava-Werken gehörte. Und er ist jetzt irgendwie seinen Sohn besuchen, der in der Gegend wohnt. Ist übrigens auch die älteste Kneipe Friedrichshains.
ein bisschen zu früh dran und dann mit dem habe ich halt ein bisschen geschwatzt und dann ging diese Deutschrockmusik los, das ist natürlich auch gegangen und dann kamen halt noch so 2, 3 verirrte Gestalten an dem Abend und ich habe den Laden auch recht früh zugemacht, Heiligabend in der Glühlampe. Das war schon ganz schön. Du hast gearbeitet? Ich habe gearbeitet. Jetzt da getrunken? Nein, nein. Okay. Also, nee, also ich meine, ich dachte so auf dem Weg zurück oder sonst was. Nein, nein, so. ich hab gearbeitet an dem Abend. Stimmt. So habe ich mich vor der Silvesterschichten im Jahr gedrückt. Weil ich habe damals Silvester nämlich mit Randy gearbeitet. Das war eine miese Scheiße, wo wir dann halt irgendwie 16 Stunden am Stück gearbeitet haben. Und Fritz war ja damals halt irgendwie, hat immer sein eigenes Feuerwerk gemacht, indem er halt, glaube ich, irgendwie in allen Kneipen, umliegenden Kneipen halt gesoffen hat, alleine. Das war der Abend, ja. Daran und dann tauchte plötzlich die Tür, ging so auf, alle, und er lag da, als ob er versuchte, in die zweite Türzage zu sein, im Rahmen. Ich, Fritz! In meiner Erinnerung war das wie in so einem Western, wo die Tür so dramatisch aufging. Ja. Wir dachten nur, ach du Scheiße, du hast schön so wie der Baron Münchhausen deine Augen sonst wohin gedreht. Wie Raymond hat das so schön beschrieben mit, ich kam an in den Laden und war klitschnass und es hat nicht geregnet. Ich bin nicht gelaufen, ich habe geweint. Ja, ich bin von der Frankfurter Allee zur Warschauer Straße und die Glühlampe ist in der Nähe der Warschauer. Wirklich. Und bin runter, war vorher schon leicht angetrunken. Und dann gehe ich runter, die Frankfurter Allee, und dann sehe ich einen alten Freund von mir. Und die machen gerade draußen so ein Kinderfeuerwerk, weil die auf so einer Party sind. Und dann packe ich ihn am Arm und sage, Carlos. Du schuldest mir noch Geld. Nee, und dann bin ich natürlich mit hoch auf die Party. Und wir haben da innerhalb von 10 oder 15 Minuten zu zweit eine Flasche Martini getrunken. Ach, die Martini-Zeit. Das war die Zeit des Bianco wahrscheinlich. Ja, sicher. Bianco ist der Beste. Rosso Doro oder wie der andere dann noch heißt. Rosso und der Trockene. Der Doro gibt's auch. Dann gibt es noch Super Dry oder sowas. Ja. Super Dry. Es gab dann irgendwann mal 27 Flaschen in der Lampe relativ am Anfang, als ich gearbeitet habe, weil es dann mal so ein Bond-Abend gab. Es gab ja immer die lustigen Themenabende. Und dann hatten die halt gesagt, ja, da müssen wir ganz viel Martini holen. Also müsst ihr denn nicht nur Bianco und Wodka holen? Nee, Bianco ist doch auch schon kein richtiger Wermut, weil der gezuckert ist. Ach so. Also das ist auch schon, ja. Ja, eigentlich hätten wir Wermut gebraucht, klassischen Wermut. Und das ist Martini eigentlich nicht. Wir sind Absinth holen müssen. Schön die Absinth-Cocktails, die nicht so ganz funktionieren. Ah, nur weil der Absinth ein bisschen dominant ist im Geschmack. Mm. Schmeckt man ja auch in der richtig miesen Scheiße, von der man kotzen muss durch. Ja, also wir haben uns lustige Shots einfallen lassen oder andere Getränke. Und unter anderem hieß ein Getränk tatsächlich so und wurde manchmal geordert, um jemanden halt richtig zu ärgern. Hm. Was war nochmal drin in der miesen Scheiße, von der man kotzen muss? 2CL 73%iger Rum und 2CL Absinth und ein paar Schuss Tabasco. Nice. Das kommt genauso hoch, wie es reingeht. Also man wie normalerweise muss man davon aufstoßen und dann. Wie ja. Klaus mich mal halt zum Kotzen gebracht hat. Ich kann dann eine Hand absehen, wie oft ich in Wodka in Berlin gekotzt habe von Alkohol. Unter anderem war halt einmal Klaus der Fall, der dachte von wegen, wir haben uns gerne mal geärgert in der Kneipe. Es tut mir leid. Und unter anderem dachte dann Klaus, naja, in welchem Getränk ist halt eh schon Tabasco drin. Erzähl mal vielleicht, wie wir uns geärgert haben. Ja, dann erzähl du mal. Nee, erzähl du doch, Schatz. Also ich weiß nicht, wie es anfing, ob es mit Salzen anfing. Nee, es fing mit Tabasco an. Wir haben uns immer Tabasco in die Getränke gemacht. Oder ach, stimmt, auch mal gerne auf den Flaschenrand. Ja. Dann haben wir irgendwann nur noch immer suspekt an jedem Drink gerochen. Deswegen sind wir übergegangen zu Salz. Ja, stimmt. Da hast du doch die richtig geile Aktion mal gebracht, dass du, war das nicht eine Bierflasche, gesalzen hast? Nein, ich hab mehrere tricky Aktionen gemacht. Du bist auf Klo und hast einen Osborne Cola hast du mal getrunken. Ja. Ein Tucci. Ja. Und da habe ich natürlich was reingemacht, während du auf dem Klo warst. Ja. Und du nimmst so einen kleinen Schluck, so aus Höflichkeit, um zu schauen, ob ich doch nichts reingemacht habe. Wusstest du schon, haha, lustig. Aber kommt der Gag. Genau, gehst hinter den Tresen, mischst dir einen neuen Osborne Cola, ohne natürlich zu wissen, dass ich die erste Flasche Cola auch mit Pfeffer und Zimt gewürzt habe und gießt dir das halt ein. Natürlich, weil du es selber gemacht hast, kannst du ja beruhigt einen Schluck nehmen. Einen guten Schluck. Ja. Ja. Nein, die Diana hatte ich mal mit Bierflaschen getäuscht. Aber das habe ich doch auch mal gemacht. Da hatte ich ihr... Stimmt, wo sie nicht gewundert hat, dass es nicht gezischt hat beim Bier, ne? Nein, sie hatte ein angefangenes Bier. Ja, aber du hast doch auch eins im Regal gehabt. Ja, genau. Ich habe ihr angefangenes Bier... weiß ich nicht, mit Worcestersoße, glaube ich, versehen.
und in den Kasten gestellt. Und habe ein frisches Bier genommen und oben ein bisschen abgeschüttet und ihr das frische, normale Bier hingestellt. Mm. Und als ich vom Klo wieder kam, habe ich meine Bierflasche genommen und wollte mit ihr anstoßen. Und sie will kurz anstoßen, guckt mich an und weiß so, das ist doch seltsam, wenn ich jetzt vom Klo komme und du anstoßen möchtest, Fritz. Netter Gag, netter Gag. Und ich so, ja, okay, hol den Kasten raus, hol die andere Flasche raus. Dann nimmt sie halt schön einen Schluck von dem Jever mit Wurstersauce. Das waren die schönsten Momente. Ja, es wäre echt gut, als wir uns so versucht haben zu verarschen. Aber bei mir war irgendwie eins in der letzten... Das die verrückten Huhn hast du auch nie ausgeführt. Ach so. Ja. Ah, okay, genau. Und dann ging es halt so rum, dass dann Fritz, glaube ich, irgendwie für alle, weiß nicht, war da Watch the Sound dabei oder so? Wirklich. Randy. Also wahrscheinlich war Watch the Sound da. Ja, genau. Und dann ja, gab es halt für allen ein verrücktes Huhn, was so ein Shot ist aus Grenadine, Wodka, Zitronensaft, glaube ich, noch und 3 Tropfen Tabasco. Mhm. Und ja. Also jeder hatte 3 Tropfen, bloß ich hatte, glaube ich, 2 CL oder so. Naja, das meine Denke war, da ist ja Tabasco drin. Ist ja auch richtig. Da wird Dirk auf nichts kommen, wenn er Tabasco riecht. Ja. Ja, und 3 Tropfen riechen nicht schwächer als 2 CL. Ja. Und dann alle angestoßen. Ich glaube, die anderen wussten sogar, weil die mich so blöde angegrinst haben. Ja, wir haben schon alle ein bisschen in deine Richtung geschaut. Ja. Und ich habe halt so runtergeschluckt und alle gucken so, na. Aber und du hast auch erstmal rumgeschaut. Waren die alle so stark? Genau. Und das wusste ich nicht, beziehungsweise wusste ja keiner, weil der Gag war ja einfach nur haha scharf. Bloß bei mir hat sich einfach nur gedreht, also im Magen. Es ging so runter und dachte so, wow, und renn halt nur raus. Weil ich merke halt, die Soße will halt raus. Und konnte sofort vor den Laden. Und Randy hat damals jede Sache jede gefilmt. Peinlichkeit. Ja. Und da kamen dann halt die großen Sachen, dass sie gesagt, hiermit reiche ich meine Rente ein und den muss... Klaus gehört der Kopf abgeschlagen. Mit einem Löffel. Schön langsam gehen. Seitdem habe ich alle Löffel hier im Studio versteckt. Oder stumpf gemacht. Die Zacken rausgebügelt. Mhm. Ja, das war ganz schön. Da hatten wir auch noch 3 Regeln damals in der Lampe. Man muss dort poppen, man muss dort kacken und man muss dort schlafen. Und lustigerweise war... Alles gleichzeitig. War es unterschiedlich schwer. Also ich habe... mein Schlafen war echt sehr, sehr schwer. Das habe ich irgendwann abgebrochen, aber dann so als gezählt markiert, als ich mit Fritz und dem Doc hinten auf der Lounge... Warte, ich gebe mal kurz die Soundkulisse für den Doc. Also... Er ist so ein Kandidat für dieses Apnoe-Verhalten beim Schlafen, wo man dann denkt, ach du Scheiße. Und da muss ich dann halt morgens einfach raus. Aber solange er schnarcht, weißt du, er atmet noch. Ja, das stimmt. Aber es war halt einfach tierisch laut. Zum Glück hatten wir damals eine Personaltoilette, die zwar nicht so schön sauber ist, wie sie klingt, ja, aber sicherer als, also heute, glaube ich, hätte ich Schiss, wenn es heißt von wegen diese 3 Regeln. Ich finde schon, die Urinale sind schon... Ja. Also dass man schon, wenn man mit dem Penis so auf 40 Zentimeter Nähe zum Becken geht, eigentlich in höchster Aber was ich gesehen habe, was mir aufgefallen ist, was ich total unsinnig fand, Abwasser vom Urinal ist in der Lampe eine Kupferleitung. Aber ja. Abwasser vom Urinal des Royals ist eine Plastikregenrinne. Ja. Was ja viel sinniger ist, weil du brauchst ja da halt nicht irgendwie Kupfer, was halt das Wasser halt eventuell bakterienfrei hält und frisch und was, ist halt Abwasser. Aber das ist Trinkwasser, was vorne rauskommt. Tschüss. Gesundheit. Bitte? Das ist das Trinkwasser, was vorne rauskommt. Ja. Daraus werden die Eiswürfel gemacht. Ja. Das ist das schmutzige Geheimnis. Daher kommt der... Soylent Green sind Menschen. Oh mein Gott! Dann hatten wir damals auch... eine sehr steile Holztreppe, die halt in den Keller ging, weil das Lager war im Keller, um die Flaschen und sowas aufzufüllen. Und da hat man dann gerne Schmien-Norm. Nach Schmien? Achso, ja, Schmien 2000. Die Norm, Schmien-Norm. Und dann hast du dann halt mal irgendwie 2 leere Kisten runtergeschleppt und dann, wenn du ganz mutig warst, 3 volle hochgeschleppt. Also es war so steil, dass... Da haben wir uns zum Glück auch immer ein bisschen aufgepeitscht gegenseitig. Ach, so dumm. Also es ist nichts passiert, ist nichts Schlimmes. Also, weil man musste ja ein bisschen in Rücklage gehen, um das Gewicht vorne auszugleichen. Und du hast diese Treppe hoch, die man auch nicht sehen kann. Und die einzelnen unterschiedlich großen, unterschiedlich Wagen, Unwagen, Holzstufen, die halt so durchgewackelt waren, die hätten immer den Tod bedeuten können nach hinten. Ja. Als wäre nicht von wegen verletzt, sondern definitiv wäre Hinterkopf aufgeschlagen. Mit 60 Kilo vorne. Ja, genau. Ja.
Und das war meine erste Schicht. Da war ich, weiß ich noch, hat mich Randy eingearbeitet. Das war natürlich dann halt auch meine Spätschicht am Wochenende, Party, bla. Und ich war total aufgeregt und Randy hat mir immer Jägermeister hingestellt. Da hatten wir noch Jägermeister. Und also später nicht mehr? Nee, ich glaube, es wurde. Ich glaube, wir hatten keinen Jägermeister. Mhm. Oder auf. Egal. Ich dachte, es gäbe es durchgängig. Naja, jedenfalls, also ich glaube, jetzt gibt es definitiv. Also Steffen hat es halt immer ausgetrunken. Ja, so. Und dann war ich dann in 0, nichts Hacke und meinte dann irgendwann zu Randy, auch ganz grandios, weil ich das tausendmal gesagt habe, Randy, ich kann gar nicht mehr rechnen, weil wir natürlich keine Registrierkasse, sondern eine Sicherheitsholzschublade hatten fürs Geld. Und, das haben wir dann nachher auch im Safe verstaut, der Hosentasche war? Nee, es ist wahrscheinlich nicht mehr das, deswegen glaube ich, kann ich es jetzt sagen, über dem Türrahmen im Herrenklo. Das war aber nach meiner Zeit. Da muss es nach deiner Zeit. Ich hatte alles Geld in ein Glas und dann über dem Türrahmen im Herrenklo war so ein kleiner Stauraum. Und da dann. Ich hoffe, der war mit Glasfliesen versehen, dass man nicht sofort sieht, dass. Nichts, einfach nur direkt über der Zarge war halt so ein bisschen Stauraum, wo du halt normalerweise sagst, okay, da packst du halt Klopapierrollen oder so hin als Zwischenlager. Auch keine Tür davor oder so, einfach das Geld dahingestellt. Ich hoffe jetzt mal, dass es anders gemacht wird. Obwohl, das kommt mir doch bekannt vor, als dann später das Lager eben war. Mhm. Im hinteren, ja, jetzigen Klo. Im alten Herrenklo. Genau. Ja. Und jetzt wieder Klo, glaube ich. Ne? Echt? Echt? Also ganz hinten ist jetzt wirklich Klo. Oder der Raum ist kürzer. Ach nee, der ist kürzer gemacht, ne? Oh, was ist dieser ganze Laden? Dieser ganze Umbau auch. Genau, das wollte ich halt erzählen. Oh, das habe ich ihm vorher gerade erzählt. Ich weiß nicht. Geld. Ach ja, genau, meine erste Schicht mit Randy Blau und meint dann irgendwann, ich bin so hacke, ich kann gar nicht mehr rechnen, weil wir immer rechnen mussten natürlich. Mhm. Und Randy guckt, wir haben mal, bei mir kostet alles seit einer Stunde schon 5 Euro. Und das hat auch funktioniert. Scheiße, du hast mal Verlust gemacht, wenn jemand sagt, zwei Cocktails, denkst du, fuck, das ist bestimmt mehr als 5 Euro. Aber du hast auch Gewinn gemacht, wenn jemand sagt, ich hätte gern Wasser, 5 Euro. Puh, das ist teuer, musst ja nicht mit Wasser trinken. Stimmt. Blöd von mir. Hier, 5 Euro. Stimmt so. Danke. Nice. Ja. Ausbau, da warst du für zuständig. Kannst ja, ich bin ja auch ausgebildeter Architekt und Ingenieur, wie man weiß. Der erste Architekt fand das ja nicht so gut, ne, mit den stehenden Wänden da raus. Ja, der erste Statiker, der das abnehmen sollte, dass ein bisschen Statiker. Was aus den tragenden Wänden rausgebrochen wird in einem Wohnhaus, im Keller, fand das nicht gut. Aber der zweite, der war Statistiker, der hat gesagt, wahrscheinlich müsste das Haus stehen bleiben. Wahrscheinlich. Wenn ihr nur sehr wenig rausnimmt. Und dann habe ich halt mit einem Stemmeisen da einfach Teile aus der tragenden Wand rausgebrochen. Aber es hielt alles. Und dann, was sie da gemacht, den Boden rausgestemmt. Wie den Boden? Das ist doch Indianersand. Betonestrich. Ja, aber der Sand war nicht immer da. Das war alles mit Betonestrich ausgelegt. Achso, und dann kam der plötzlich auf diesen Strand. Den habe ich rausgebrochen, genau. Und dann wollten wir die Lampe tiefer graben. Weil wenn du nicht in die Höhe bauen kannst, dann baust du nach unten. Ja. Und du kriegst schneller Frischwasser. Ich wollte gerade sagen, überraschenderweise, 200 Meter Luftlinie von der Spree entfernt, stößt man ziemlich schnell auf Grundwasser. Hm. Also so nach 50 Zentimetern. Und da du es eigentlich wieder aufschütten musst, um den Boden neu zu machen, haben wir mehr oder weniger mit dem Schutt von dem Betonestrich und ein bisschen neu zugeliefertem Sand quasi wieder aufs gleiche Bodenniveau aufgeschüttet. Zwischendrin gab es mal einen See, da haben wir so einen Holzsteg drüber gelegt. Das war das Beachvolleyball-Areal im Keller. Es gibt jetzt immer noch einen Beachvolleyballraum, der tierisch hoch ist. Also das wird sein, wahrscheinlich, wenn du runterkommst und dann rechts einmal um die Ecke. Genau, nee, wenn du runterkommst, links. Links? Ja, der passt eigentlich von der Länge, weil du so weit reingehen musst. Links? Beziehungsweise irgendwie tief rein und dann links. Auf jeden Fall passt der von der Länge, also von der Deckenhöhe, passt der nicht eigentlich unter die Lampe. Das ist halt so wie... Keine Ahnung, wo das ist. Oder es geht dann noch tiefer runter oder so. Ja. Auf jeden Fall ist es ein ganz gruseliger Raum. Und Urs meint auch, ja, weiß ich auch nicht, was ich. Also könntest du das halt machen, könntest du in der Mitte halt irgendwie so eine 5 Meter Deckensackschaukel hinhängen und dann so ein Performance-Räumchen machen oder so. Weil das ist halt, und dann halt dann dieser bizarre weiße Strandsand, der da halt dann irgendwie unten da halt auch ist im Berliner Boden. Ja. Und das ist halt echt, also es ist eh gruselig da unten. Ja, ja. Aber das war ein ganz bizarrer Raum. Man hat ja auch immer die Ratten gehört, bevor man das Licht angemacht hat. Ja, du bist ja fast entschlafen, als du da halt irgendwie neben den benzinbetriebenen Generator eingepennt bist. Ja, es war ein Verdichter und ich glaube, es war Diesel. Aber Klaus, komm mal hier hoch. Nee, wieso? Ich habe ein dieselgetriebener Verdichter auf dem Boden. Ich meine, ihr hattet da eh so eine Basis geschaffen, das war so eine Teilkulisse vom Boot. Mhm. Also Roland Emmerich hätte locker einen zweiten Teil drin drehen können. Ihr saht ja auch so aus. Wolfgang Petersen. Ah, stimmt. Nicht Roland Emmerich.
Ja, wollte ich mal richtig stellen, weil Wolfgang Petersen ist ein Regisseur, den ich respektiere, und Roland Emmerich ist ein Fliegenschiss. Aber ich meine, Obst hat, glaube ich, auch ein bisschen gegraben. Obst hat auch mal kurz um 2 Tage geholfen. Aber trotzdem sah er nach 2 Tagen aus wie ein Mann. Ja. Ja, aber ich meine, es war ja auch lustig. Ich meine, solange du halt nur Sachen schleppst, irgendwie auf einer Baustelle zu helfen, ist ja auch ganz lustig. Ja. Aber das war ein Chaos. Also da bin ich mehrfach gestorben. Also das einmal mit dem Verdichter, wo ich dachte, ja, mein Geheimnis, wäre fast rausgekommen. Wo ich dann wirklich dachte, oh nee, komm, ich lege mich mal ganz kurz auf den Sandhaufen hin. Und dann im Kopf schon so, das ist eine schlechte Idee. Du solltest jetzt aufstehen und hochgehen und raus aus diesen Abgasen. Mhm. Das und das andere Mal, wo die Lüftung auf so einem Regal lag und ich irgendwas an der Wand gemacht habe und ich stand auf einer Leiter und das Regal ist rausgebrochen und mir rutschte die Abdeckung von der Lüftung mit dieser messerscharfen Kante entgegen und ich habe noch kurz den Hals zur Seite geneigt und ich... Final Destination. Ich habe so ein bisschen so den Windhauch habe ich gespürt. Er hat so, ich meine, es bin ich wahrscheinlich nicht gestorben, nur kurz die Halsschlagader auf. Ja, gut. Auch nicht schön. Ja, naja, ne? Pfusch am Bau. Lustig waren halt auch immer die Getränke, die passiert sind, neben diesen ekligen Sachen. Die Getränke, die passieren. Naja, die haben wir jetzt nicht bewusst so richtig kreiert. Also wir haben uns dann zeitweise echt immer uns gebettelt, irgendwelche coolen Drinks, die optisch, wir haben immer noch Optik gearbeitet, lustige Shots. Wie bei Muskeltraining. Genau. Und die halt einfach scheiß waren. Zeitweise, den gab es bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr, war es halt der Seebär. Das war damals auch mein Spitzname, den habe ich kreiert. Das war halt, ich glaube, 1 Cl Wodka. Das waren sicher 2 Cl Wodka. 2 Cl Wodka, 1 Cl Zitronensaft, Blue Curaçao. Zuckersirup. Genau, Zuckersirup. Also zwischen Zucker, Zitronensaft und Blue Curaçao war noch Zuckersirup. Und dann hast du so ein bisschen. Die Gischt. Genau, die Gischt. Und dann musstest du halt auch, weil das Ding so rotzeekig war, erstmal schön angeschaut. Dann in den Kopf und dann aber nicht runterschlucken, sondern schütteln. Mhm. Und dann haben gerne Gäste, die es halt nicht verstanden haben oder zu Hacke waren, angefangen, pur Blue Curaçao abzutrinken und mich angeschaut, es ist eigenwillig. Und denkst, nee, das ist jetzt scheiße. Und Fritz, du hast ja irgendwie mal dieses Vennen oder so? Nee, ich hatte ein paar Sachen probiert, aber mein eigentlicher Shot war der Desert Storm. Genau, der hat sich gehalten. Der war, glaube ich, ganz fruchtig sogar. Ja, Wodka, Zitronensaft, Maracuja-Sirup und Apricot-Brandy. Stimmt, Maracuja und Apricot, das war das geil. Genau, war, also der Apricot-Brandy ist auch nicht so süß. Aber der war immer eine Mischung zwischen, lecker. Ja, naja, man konnte sich gut daran übertrinken, aber einer am Abend ging schon. Vor allem, wenn man nicht so viel Maracuja sieht. Naja, du konntest mehr davon trinken als vom Seebär. Ja. Also das war, aber ich meine, auch keine Kunst. Und das hatten wir halt auch da einfach alles auf der Karte, unsere Trademark-Shots, das war dann auch jeder... Der Alten, der Fab Five, hatte quasi seinen Shot darauf. Sehr schön auch Randy in seiner Trauerphase, weil ihn seine damalige Freundin, glaube ich, betrogen, verlassen oder irgendwas hat, als er sich die ganze Zeit mit Wodka Energy zuballern wollte von mir. Und dann wollte er zwischendurch mal einen Jägermeister haben. Und dann meinte er, ja, trink mir. Und dann wollte er immer Shot. Und dann meinte er, ach scheiße, gib dir hier mit rein. Und so ist die Diskoschorle in der Lampe halt entstanden, dass dann Randy halt in so einem halben Liter, also in einem Hefeglas, 3 oder 4 Eiswürfel, 8 Cl Wodka, 8 Cl Jägermeister, Rest mit Effekt Energy oder irgendeiner anderen Energy halt aufgießen. Und das hat sich richtig etabliert. Ja. Die Jungs von Watch the Sound, Glitcher und sowas, das ging ja bis zu seinen Eltern, dass dann irgendwann, ja, wir sind die Eltern von Glitcher, beziehungsweise Glitcher ist ja der Nachname, ne? Glitchers der Nachname, ja. Ja, dass sie gesagt haben, und wir, ach, die Original-Glitchers quasi, und ja, wir wollen mal die berühmte Disco-Schorle probieren. Ich so, was? Ja, und dann haben die da auch ordentlich weggezogen. Und das Größte war, ich glaube, die größte Disco-Schorle hast du doch mal in so einem komischen Streichholzbehälter, der, glaube ich, ich hätte mal 5 Liter gesagt. Oder ja, so, würde ich auch sagen. Und der Glitcher hatte Geburtstag oder sowas. Nee, das war Weihnachten. Das war irgendwie eine Vorweihnacht. Das war die Jahresabschlussfeier, die man an der Lampe war. Ungekühlt hast du das Ding da reingekühlt. Naja, ich habe schon Eiswürfel reingemacht. Ja, aber gut. Natürlich 5 Liter, das kühlt halt irgendwann ab. Kühlt nicht ab, das kühlt aus. Ja. Kühlt auch nicht aus. So, ja, also es wird wärmer, die Eiswürfel schmilzt. Ja. Der Spruch war ja auch immer, machst du so eine Disco-Schorle mit viel Liebe. Aber du hast halt gesagt, ey, wir halten das, also das Originalrezept finde ich auf einem halben Liter funktionierte schon. So, aber wenn du es halt dann irgendwie so gezogen hast, dann
wo das echt bizarr. Und du brauchst, also ich brauchte halt echt nicht mehr als eine, aber zu Hustzeiten haben wir dann, also wir konnten ich gut ja was nie vertragen. Ja, ja, du fasst also ich habe das, ich aber also. Aber du halt auch diese Wodka Energy Mischung. Ich kann halt Energy nicht, also ich kann Energy einfach, ich habe in meinem Leben wirklich, ich glaube, vielleicht 2 Dosen Energy getrunken. Ja. Und ich finde, das geht für mich echt gar nicht. Flüssiggummibär ist ja. Ich kriege das nicht, mir Wumpe, wenn das Leute gerne trinken, aber ich kriege das echt nicht runter, auch der Geruch. Ich finde den Geruch schon penetrant. Aber das Gute ist, das fand ich sehr faszinierend, der Geruch beim Trinken ist derselbe Geruch beim Kotzen. Damit sollte Monster Werbung machen. Dasselbe wie beim Kotzen und wenn ihr verstärkten Diarrhoe davon bekommt, auf einem langen Counter-Strike-LAN-Wochenende, auch das wäre unangenehm. Stimmt, da wird ja auch mal so viel davon gesoffen. Ja. Aber das fand ich halt echt, also wir hatten, das muss man auch sagen, zu unserer gemeinsamen Lampenzeit gab es halt auch einfach nicht krass viel Geld zu verdienen. Sonst, also eigentlich hätte man da gar nicht... Oh, schon, was war es, 3 € die Stunde plus Gewinnbeteiligung? Genau, oder so? Teilweise war es Stunden mit 10%. Ich habe dann halt irgendwie 4 € Stundenlohn gehabt und am Ende... 10% von 10 € über 8 Stunden sind gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel, genau. Und dazu kommen aber noch 60 Cent Trinkgeld. Trinkgeld gab es ja auch nicht in dem Laden. Da war man froh, wenn mal so Stammgäste kamen, die einfach ein bisschen, die auch mal ein Bier für 2,40 getrunken und mit 3 € bezahlt haben. Du warst echt froh, wenn du mit einem 10er Trinkgeld rausgegangen bist. Dann war es echt ein großer Tag. So. Ja. Ich weiß noch, das war richtig unverschämt, da haben wir eine Hochzeitsfeier ausgerichtet. Von einem Paar, die sich in der Lampe kennengelernt haben. Oh. Und haben Randy, Fenja und ich zu dritt gearbeitet. Geile Kombo. Ja, und den ganzen Abend. Wir haben den ganzen Abend gearbeitet. Also nicht irgendwie mit Schichten oder so, sondern den ganzen Abend. Fenja hat die Leute empfangen, Randy und ich haben die Bar gemacht, die ganze Zeit Gläser eingesammelt, dass es schön sauber aussieht im Laden. Wir haben natürlich auch alle, nicht im Anzug, aber mit Hemdchen. Feinerer Hose, Hemd, ich mit Weste gearbeitet. Der Mann kommt von der Küstenwache. Und die haben, nice. Und die haben vorher bezahlt, die haben alles vorher bezahlt, dass die halt den ganzen Abend umsonst trinken konnten. Und da haben wir irgendwie so 2000 Euro oder so gelassen. Voll billig, also, wenn du das heute überlegst. Das waren aber nicht so viele Leute. Also das war, die haben da schon gut drauf. Die haben da locker 500 Euro mehr bezahlt, als sie hätten zahlen, so gezahlt hätten. Gut, aber heutzutage jetzt wahrscheinlich für die Gruppe locker 5000 gezahlt. Ja, aber wie gesagt, es waren nicht so viele, also es war schon einigermaßen rentabel. Und damals war halt auch die Abmachung so, ey, aber ne, denk dran, die Barkeeper leben auch vom Trinkgeld. Also ne, gebt denen halt Trinkgeld am Ende des Abends. Und wir haben zu dritt insgesamt 50 Euro bekommen. Insgesamt? Ja. Wir sind halt mit einem 50er und so, hier, für euch. Ja, wir haben alle kurz geguckt, geschluckt. Trinkt ihr noch alle was, weil dann können wir reinpissen, reinscheißen, reinspucken. Kein Problem. Ja. Und dann auch so, ja, vielleicht kriegen wir noch einen Shot. Nee, wir müssen leider zumachen. Das war schon, also halt, Alter, Fille, ey. Ja. Also jeder ein 50er wäre auch schon fast grenzwertig gewesen, man hätte halt jeder einen 50er in der Hand gehabt. Ja. Also meine großen, aber 17 Euro für jeden. Meine großen Favoriten, wenn gefeiert wurde, waren immer Schwulenpartys. Das waren die geilsten Partys, die Stimmung war halt super, die Gäste waren halt alle arschnett, Trinkgeld war halt mördermäßig, die haben dir alles abgeräumt, die haben geholfen ohne Ende. Das waren immer die geilsten Partys. Also es hat echt am meisten Spaß gemacht, wenn die gefeiert haben. Die Partys, auf denen Klaus gerne mal ein sehr enges schwarzes T-Shirt getragen hat. Alter, aber das gab mal ordentlich. Ja. Nee, das war echt... Und was ich sagen wollte, es gab halt nicht viel Geld, aber wir hatten zu unserer Zeit halt einfach ein super geiles Team und halt auch ein geiler Stammgäste, die halt immer wieder kamen, Freunde, sonst was. Und das war halt total schön. Dann war es halt zeitweise auch, dass Daniel irgendwie in Australien surfen war und dann hat sein bester Freund, Mitbewohner... Mike Firehand, Flammenhand. Hat dann halt den Chef gemacht und meinte am Anfang, ja, ihr könnt da mal auch trinken, ist jetzt kein Ding, ne? Müsst ihr jetzt nicht unbedingt irgendwie da aufschreiben. Und das ist natürlich dann explodiert. Da gab es dann halt, ich bin der Freund vom Freund vom Freund von Freund und kenne Randy, deswegen geht und das. Und hab seine Fenster geputzt. Und da hast du so geguckt, okay, egal. Und dann beim nächsten Team ist es noch ein Monat, okay, wir müssen mal, ich habe die Zahlen gesehen, müssen das schon ein bisschen. Ja, aber das muss ich auch fairerweise sagen, dann halt, ne? Wenn Daniel dann irgendwie mit den Leuten. Irgendwie dann kommt halt einer besoffen an, gibst du nur noch ein Astra, aber ich habe nur noch 40 Cent. Ja komm, das kannst du schon mal machen. Genau, dann sowas und dann immer, also ey, ihr müsst aber wenn ihr eine Apfelsaftschorle trinkt während der Schicht, müsst ihr aufschreiben, damit wir es abrechnen können. So, ey, Daniel. Ey Jungs, das geht nicht machen. Ja. Bei so Sachen, bald geht's halt, hier richtig los. Den habt ihr auch regelmäßig gehört. Ja. Da war dann halt auch irgendwie, ich weiß, irgendwann haben wir mal gearbeitet, da ging halt diese 70er Jahre Kühltür nicht mehr auf. Die hat so einen komischen Hakmechanismus und wir sind dann halt in den Keller und haben halt einen Spaten genommen und haben halt dieses Mechanismus halt aufgestochen und aufgehebelt, weil es halt einfach nicht anders ging. Und im Nachhinein kam halt der Chef,
hat sich mit Sicherheit darüber aufgeregt, aber meint, Freunde, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Das war immer so seine komplette Ansage. Oder? Ja, okay, alles klar, aber wir hatten halt 500 Gäste, wir wollten alle was trinken, das Ding ging nicht mehr auf, hätten wir sagen können, Feierabend oder? Ja, das könnt ihr nicht einfach aufbrechen, das ist ja, kaputt dann. Ja, genau. Das war vorher auch kaputt. Ist auch aus den 70ern, genau. Ist wir jetzt haben in die andere Richtung kaputt. Das war ja auch noch geil. Ich glaube, jeder, der in der Kneipe arbeitet, der kennt das gar nicht mehr heutzutage. Du hast ja normale Regale, die du rausziehen kannst. Schubladen, genau. Und wo du halt in die hinterste Ecke auch ganz normal in einer leichten, gebeugten Haltung kommst und nicht halt diese alten Kühlschränke, wo du von wegen, ach, du willst den Saft, okay. Die halt wie ein Privatkühlschrank mit einer Tür sind. Dann machst du halt einen schönen Russian Squat und musst dann halt deinen langen Arm reinhalten, irgendwas ergreifen, in der Hoffnung, ganz hinten sind Getränke, weil da waren manchmal auch irgendwelche Glibbel-Salat-Dinger, die versteckt zwischen waren. Zwischen diesen ganzen scharfkantigen Kühlrippen. Ja, genau. Und dann ziehst du es dann halt raus, du greifst ja auch nicht vorsichtig und langsam, wenn halt oben alles brennt, dann reißt man ein bisschen schneller und guckst dann, ach, tschüss Epidermis. Ich wollte, es war ja alles noch aus Sowjetzeiten, wo ein Menschenleben nichts bedeutet. Aber das Team war schon cool. Ja. Ja. Ich bin raus, du bist dann noch 2 oder 3 Jahre länger geblieben? Also bist ja übelst lang geblieben. Ich krieg's nicht mehr zusammen, die Timeline. Dann wurde ich halt ab und zu mal angefragt und dann habe ich wieder regelmäßiger da. Aber du hast zum Beispiel lange noch mit Johnny gearbeitet. Den habe ich ja gar nicht. Ich habe teilweise nur mit Johnny gearbeitet. Ja, 2 Monate habe ich den Laden alleine mit Johnny geschmissen und es war unter der Woche war es Fritz, Johnny, Fritz, Johnny, Fritz und am Wochenende waren es Fritz und Johnny und Johnny und Fritz und dann ging das so weiter. Und dass ihr euch die Namen merken konntet. Das war halt echt unerträglich. Ich glaube, mein Höchstes, da war ich mal 8 Tage am Stück da. Ja, ach du Scheiße. Und da habe ich echt 8 Tage Lampe? Ja, und dann das war noch, da war Daniel noch da. Und also dann 8 Tage Arbeiten, Lampe. Ja, und dann kam Daniel an, dann habe ich irgendwie am 8. Tag den Laden aufgeräumt. Und dann meinte er auch so, ey Fritz, geh einfach nach Hause. Das ist, ich geh, lass es so, kann sich ja morgen jemand drum kümmern. Also ich kenne das, wenn du halt irgendwie als erste Schicht da bist und irgendwie wegen Dummscheiß bleibst bis zum Schluss und dann bist du halt bei einer Party morgens um 9 oder sowas und der Chef hat entweder mal vorgeschlafen, weil er zwischendurch mal um 4 aufstehen wollte und dann halt saufen und dann Party oder hat dann halt um 9 abschließen wollen mit dir und da kann man halt auch rein, wo ich dann halt dann irgendwie damals noch die Zeit mit jedem Gast halt mittrinken, der möchte. Und dass man dann halt morgens nach dem Aufräumen und Waschen sonst was halt dann Abrechnung macht. Und da hatte ich dann, glaube ich, 3 oder 4 Mal durchgerechnet und 4 verschiedene Ergebnisse gehabt. Und dann stand ich halt nur da vor dem Chef und meinte, das Geld, das stimmt nicht. Und dann war Aaron, geh, hau ab. Hat mir nur einfach den Bündel aus der Hand genommen, weil ich irgendwie dachte, ich kann das nicht. Ja. Und er sah halt einfach nur die richtig gute Asche und dachte, okay, der Typ ist gut tot, kostet kein Geld, soll er mal abhauen. Ja, das war schon ganz geil. Ja. Du hast vorher in einem Tanzlokal gearbeitet. Ja. Heiße Tänze, kühle Drinks war, glaube ich, bestimmt der Spruch da. Wollen wir noch jeder eine Anekdote raushauen? Dann, wir sind schon über die Stundenmarke. Ach so. Ja, weil ich so gedacht habe, ist ja auch nicht schlimm, wenn es passiert. Ich habe gerade gesagt, man müsste vielleicht in eine andere Kneipe lenken, aber eigentlich ist der Fokus hier nur auf die Lampe. Nicht. Also, die arbeiten davor, die arbeiten danach. Du magst aber nur, dass wir es ein bisschen nehmen. Ja. Und sonst geht uns das Band auf. Wir gehen dann noch nicht mal drauf Band auf. Unserem alten Casio Digi-20. Ich dachte, du erzählst halt noch die Geschichte, weil die einfach gut ist, von Old Firehand. Old Firehand, ja okay, das kann ich erzählen. Also Mike Flammenhand, bevor er Mike Flammenhand war. Der hieß doch immer Mike Firehand und nicht Flammenhand. Ich habe ihn immer Flammenhand genannt. Echt, ich habe immer Firehand gesagt. Du hast mal Old Firehand gesagt, ja stimmt. Das war der Typ, der dann halt zwischendurch mal der Chef war. Und dann hatte der lustigerweise auch alle Nachbarn und Freunde immer als... Komm, nee, das geht auf meine Kappe. Und ich greife meine... Scheiße. Ja, sollte man vielleicht besser gar nicht sagen. Aber manchmal hat man Leute mit einem 50er abkassiert und das passiert ja nicht so oft in der Bar, weil am Ende die Kasse zählt und keine 50er mehr da sind. Ja. Und der Chef relativ spendabel wird, wenn man nach dem Feierabend noch im Rosis ist. Ja. Naja, dann muss man nicht Sherlock sein, ne? Aber der hat B-52 gemacht. Also ein B-52 ist ja Rum... Kalur? Baileys. Ja, und rum oben drauf, 73%, genau, zündet den an, deswegen. Genau, und damit mit Strohhalm rein, ist dann so wegzuschen. Schön schichten, damit es geil aussieht. Genau, dass es brennt. Und wenn man natürlich schon etwas zittrige Hände hat, wenn man den Abend davor gesoffen hat, geht halt mal ein bisschen was verschütt. Oder schon wieder gesoffen hat. Ja, über den Tresen und halt auch gerne mal über die Hand. Und dann hatte Mike da so ein bisschen rumgegossen. Wie ein Hobbygärtner. Und du hast es schon gesehen, ne? Dass ja, er halt ich habe schon gesehen. Das sah schon aus wie ein Unfall, der nur darauf wartet, zu schon passieren. Schon über 70% in Rom überall hatte. Auf Hand, auf Gläser, auf Tresen. Ja. Tresen zum Glück Edelstahl. Ja, aber genau, alles andere wenig Edelstahl. Und dann nahm er das Streichholz und zündete das an. Nachdem schon einer geschrien hat, Mike,
Vorsicht, ja. Du bist hier noch total getränkt ja, in Alkohol. Ja, ja. Zündete das an und plötzlich stand erst der Tresen, erst die Gläser in Flammen, dann der Tresen, dann seine Hand. Und Pfumm. Wir mussten ihm vor allem noch sagen, Mike, deine Hand stimmt, brennt. Das war auch deine geil. Hand brennt. Und seine Reaktion war leichtes Schütteln. Genau. Der Tresen brannte gar nicht vorher. Er hat nämlich die Flammen von seiner Hand versucht runterzuschütteln. Ach so. Und dann auf den Rum, der auf dem Tresen war. Und dann stand plötzlich auch der ganze Tresen in Flammen. Magic Mike. War ein bisschen wie Auerbachs Keller. Das Geile ist, dass er danach eigentlich, wie alle gesagt haben, von wegen, Alter, das ist eine ordentliche Verbrennung. Du musst ins Krankenhaus. Gib mir Scheiße, ey. Gib mir mal ein Handtuch und einen Eiswürfel. Und er hat sich dann schön ins Büro gesetzt. Das haben wir früher so genannt, am Ende des Tresens links. Da war es halt direkt dann an der Wand, Holzpaneele und dann die Ecke mit Tresen. Da konntest du super sitzen und saß ein bisschen wie im Büro. Und da hat er halt gesessen und die linke Flosse war dann halt im Tuch gewickelt mit 1000 Eiswürfeln. Und rechts hat er wieder seinen Jimmy Cola oder sowas. Also er blieb den Abend noch da saufen und hat halt einfach nur gesoffen. Was vielleicht gar nicht so blöd ist, erstmal, dass er halt die Schmerzen gar nicht mehr spürt. Ich glaube, so schlimm war die Verbrennung an sich nicht. Also wenn man Rum auf der Hand hat, normalerweise verbrennt erst der Alkohol und bildet eine Schutzschicht. Aber ich glaube, der hat schon mehr als einen Tag davon Spaß gehabt. Ja, also ich meine, das ist so, ich glaube, es war vergleichbar mit, ich habe mal die falsche Herdplatte angemacht und hatte den Edelstahlgriff von der Pfanne über der falschen Herdplatte. Ja, gut. Und dann dachte ich einfach, ich greife die Pfanne und packe sie auf die Herdplatte, die an ist und das war auch unschön. Grillt jemand? Hatte ich auch die Hand die ganze Nacht in Eis, aber das war jetzt endlich auch nicht furchtbar schlimm. Also ich glaube, so in die Richtung wird es gegangen sein. Ja, aber auf jeden Fall, also böses. Also wenn du es vor allen Dingen siehst, dass er als eine brennende Hand neben einen, die geschüttelt wird. Also man war kurz. Und dann Wasserhahn, der ja daneben war. Genau. Er stand ja hinterm Tresen. Oder halt einwickeln im Tuch, dass du sagst, erstick ist, aber nicht. So ein bisschen Humor war da in dem Moment. Ja, klassisch auch, man weiß ja auch in einem Haus, wenn es brennt, muss man versuchen, mit einem großen Fächer die Flammen wegzutreiben. Ja. Türen auf, die Fenster, alles. Ich hatte mal einen lustigen Gast, der reinkam und ein Wasser haben wollte. Und dann meinst du, Mineralwasser? Nee, aus der Leitung. Nur ist ja okay. Dann habe ich ihn, das war natürlich dann immer aufs Haus einfach so. Und dann habe ich ihn hingestellt. Meinte, nee, viel zu viel. Ja, du trinkst so viel ab. Nein, das ist zu viel. Dann habe ich gemerkt, okay, der Junge war halt nicht ganz allein unterwegs. War das der Geheimagent? Aber der Geheimagänger hatte ich später im Royal. Der war auch ganz geil. Der hatte dann irgendwie viel weniger. Und dann habe ich auch Scherz gesagt, willst du ein Schnapsglas oder was? Ja. Und dann habe ich ihn halt 2 Zähl Wasser hingestellt und dann habe ich schon gedacht, und dann gucke ich mir an, ich habe kein Geld. Und ich sage, ey, das geht aufs Haus. Okay. Und dann ist er kurz weggegangen, ließ das Schnapsglas da und kam wieder und hatte seine Schuhe ausgezogen, hat sie mir auf den Tresen gestellt und willst du die kaufen? Nee, das ist voll nett, aber Schuh und Schnaps in die Pfote und hinsetzen und genießen. Okay. Irgendwann meint er, ich gehe mal kurz raus. Und sie, willst du eine rauchen? Nein. Sie, willst du dann die Schuhe nicht anziehen? Nein. Aber der war halt total safe und das fand ich irgendwie auch ganz gut, dass man dann nicht sagt, hier raus, Freund, hau ab, irgendwas, das ist so eine blöde Hauspolitik von wegen, der ist nicht uns frisch genug oder irgendwas. Da würde ich dann lieber sagen, von wegen FDPler und Touristen auf Wiedersehen, also anstatt halt solche Leute rausschicken. Ja. Aber man ist ja auch ein bisschen zivi hinterm Tresen. Ja, also das total. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht ab kann, ist, wenn du einen ganz normalen Gast hast, der sich halt besäuft und dann halt einfach nur das klassische Modell Sorgen abkacken so. Also ich kann es halt ich kann anhören, aber ich kann das nicht dann kommunizieren, weil oft dann siehst du halt einfach so ein ganz klares Muster von, Alter, du machst die ganze Zeit immer den gleichen Scheiß, dann wunder dich nicht, dass das Leben so aussieht, sondern denkst immer, ja, ist hart, ja. Und putzt dann halt dabei die Gläser und siehst so ein bisschen aus wie der Shining-Barkeeper und denkst, okay, 1 Kilo Pott, so viel Energie. Ich habe hier frisch $5 oder was dann da kommt. Und da habe ich gedacht, ja, ist okay. Aber du hast ja teilweise auch krasse Stories gehört. Und dann im Nachhinein war es halt einfach hier alles auf Eck und man sieht sich und kennt sich vom Sehen. Da habe ich schon manche Gesichter gesehen, die dann halt so offene, riesige Augen denken, scheiße, irgendwie weiß der was. So. Ja. Aber das ist ja halt auch als Barkeeper, hältst du da ja auch, also bei... Man ist ja unter Schweigepflicht. Bei ernsten Geschichten wirklich mal die Klappe bei, ich habe mir die Hand angezündet, kannst davon ausgehen, der Kiez weiß Bescheid danach. Ja. Ja, gut.
Ja, also ich glaube, da könnte ich, merke ich, könnte ich halt Stunden weiterreden. Ja, wir könnten, glaube ich, noch eine Folge machen. Ja. Können wir irgendwann nochmal. Ja, weil jetzt ist es reduziert auf Lampe, aber... Angehen, genau. Ich meine, jetzt... Weil, anstrengend, ne, schöne Zeit, lustige Geschichten und danach nie wieder sowas erlebt. Muss man eigentlich auch mal gemacht haben, um einfach ein bisschen zu lernen, wie anstrengend das für Leute im Service ist und wie man sich auch als Gast benehmen sollte, um nicht zum Arsch des Tages zu werden. Generell fürs Leben ist nicht verkehrt. Haben wir ja schon mal gemeint, von wegen anstatt Zivi oder Wehrdienst oder sowas, gezwungen schön nach Abitur oder nach einer 10. Klasse oder sowas... Ein Jahr Service und du wirst echt vorsichtiger und freundlicher mit Menschen umgehen und nicht irgendwie, ey, hier, das ist kalt. Ja. Meister. Einmal Luft raus. Gibst du dir mal einen Opel Astra? Oh, die. Ey, du lachst gar nicht. Du lachst nicht. Wieso lachst du nicht? Hast du keinen Humor? Habt ihr in der letzten Minute erst dreimal gehört? Warte, ich lach gleich. Der hatte sich dann irgendwann mal bei Daniel beschwert. Weil du nicht lachst. Der möchte mit dem Spruch, so, ey, Opel Astra, du lachst gar nicht. Hast du keinen Humor? Ich meinte so, nee, aber ich habe Tinnitus auf dem Augen. Ich sehe lauter Pfeifen. Nice. Und der so, was hast du uns gerade Pfeifen genannt? So, ja, kannst du dich beim Chef beschweren. Hier ist die E-Mail-Adresse, bitte. Das hat er auch. Aber wir hatten teilweise auch Momente, wo wir einfach am Tresen standen und hatten einfach keinen Bock auf Gäste. Zwei, drei Gäste waren am Tresen, haben halt getrunken, der Laden war relativ voll und irgendwie so ein armer Student kommt ganz nah am Tresen. Wir gucken uns schon an und sagen, ich gehe nicht, ich gehe auch nicht. Hallo, ich hätte gern Bier und schauen ihn einfach nur grimmig an. Ich gehe nicht hin, ich auch nicht. Ich weiß noch, bei einigen, auch mal unter der Woche haben wir auch irgendwas anderes gemacht, auch wenn es noch relativ leer war und einfach gesehen, wer es länger aushält, den Gast zu ignorieren. Na, am schlimmsten war dann halt, das tat mir leid, wenn ich neben dir saß und du gehst dann einfach zum Kühlschrank und schiebst halt Flaschen oder ziehst Flaschen nach vorne und zu demonstrieren, guck mal, ich mache jetzt was richtig dumm ist und ich stehe da und der Junge guckt mich an und wird gar nicht pissig, sondern denkt so, was habe ich denn gemacht? Und denkt so, oh, Fritz, du Pimmel, ey. Ja, was denn? Und dann sagt er, ja, ich hätte gern Bier. Und dann fangen wir an zu sagen, Klaus, der Herr will hier gern Bier. Und dann nimmt Klaus Bier raus und reicht es mir. Und geht aber nicht mir entgegen, sondern reicht hin. Da. So, oh. Hier ist der Kunde noch König. Ja. Pilsner. Gerne auch hinterm Tresen auf dem Hocker gesessen und nicht aufgestanden. Hier, gerne neues Getränk. Arm ausgestreckt. Ich komme nicht hin. Entschuldigung. Komm nicht ran. Alles, was hier in Reichweite von meinem Hocker ist, könnt ihr bekommen. Alles andere ist für euch tabu. Oder auch Gäste, die sich extra an Tresen gestellt haben, um ganz dicht am Bier zu sein und direkt vor den Kühlschrank zu stellen. Du aber dummerweise am Ende des Tresens auf der anderen Seite warst. Immer, hier, ich hätte gern Bier. Zeig schon aufs Bier. Und du meinst, hier, Kollege, kommst zu mir, wenn du was willst. Er räumt sich durch, weil es halt drei Reihen voll war. Kommt er extra zu dir. Was willst du denn haben? Bier. Oh, muss ich ja da hinten hingehen. Hättest du es nicht da machen können? Ah. Aber... Naja, manchmal war man schon Arsch. Ja, naja, muss auch sein. Na gut, also, wir heben uns mal den Rest für eine andere Folge auf. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar eine Scotch-Folge. Ja, finde ich gut. Und ihr könnt es ja einfach schreiben, ob euch das gefallen hat, ob ihr selber schon mal in der Bar wart und schon mal ein Bier getrunken habt. Und das schreibt ihr an, @fürnüssepod auf Twitter. Oh, da musst du noch ganz schnell diesen einen Satz sagen, wo die Mutter reinkam und wollte, dass ihr Sohn Geburtstag in der Lampe feiert, dein Spruch. Das war Simon. Das hat Simon gemacht, den Spruch. Das war Simon. Aber der war echt gut. Erzähl. Ja. Die Mutter kam rein, wollte ihr Sohn irgendwie 17 oder 18 ist der geworden. Geburtstag in einer Lampe feiert. Und dann meinte er, das können wir hier nicht machen, aber ich schreibe euch mal die Adresse von dem Laden auf, der das macht, und schreibt McDonald's auf einen Barzettel. Die haben sogar separate Räume hinten. Ja. Ronald kommt persönlich. Super gut. Oh, unser Aufzug ist da. Hallo. Das heißt, wir müssen. Ja. Schnippig. Oder ihr schreibt längere Bar-Kommentare an. fürnüsse@gmail.com. Oder er liest unsere Barcodes auf fürnüssepod.com. Noch irgendwie ein Bargag. Was natürlich auch wunderbar wäre. Ein Kommentar unter jedem Video bei Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Oder eine Rezension und eine Bewertung. Tolle Menschen, was? Eine Rezension und eine Bewertung. Ja. Oder Likes. Ja. Oder so, was ihr machen könnt. Die den Hund klingeln oder so. Who let the dogs out? Dirk. Auf iTunes und Podcast Addict und irgendeiner anderen App, die eigentlich viel mehr Leute haben, aber ich den Namen vergesse immer. Popschutz riecht total komisch. Soll es nicht dran lecken. Oh, chill. Riecht, nicht schmeckt. Meine Herren. Naja, auf jeden Fall hört uns irgendwo, wo ihr uns gerade hört vielleicht oder wo ihr uns hören wollt. Ihr findet uns schon. Über fürnüssepod.com findet man auch alles, wo man uns hören und sehen kann. Was ist das für eine Handbewegung? Ich lehne gerade so entspannt. Ja, das ist alles, was wir zu sagen haben. Ne? Deswegen machen wir jetzt Feierabend. Abschalten!